Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Let's Play FIFA 17 Karriere. Es geht heute gegen Hoffenheim. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Das letzte Spiel haben wir 0:0 gespielt gegen den Tabellenführenden. Hier sehen wir noch die Top-Torjäger-Liste. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in dieses nächste Spiel. Momentan ja zum Glück wieder 9. Durch diesen Punktgewinn. Sehr schön. Ah, schade. Okay, los geht's. Moin Moin aus dem Volksparkstadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten für Sie die heutige Begegnung. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Hoffenheim. Der Hamburger SV will heute einen Sieg, nachdem es im letzten Auswärtsspiel nur zu einem Unentschieden gereicht hat, als es gegen Borussia Dortmund ging. Ich denke, sie werden aus dem 0:0 ihre Lehren gezogen haben. Heute traue ich ihnen durchaus den Sieg zu. Die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Da erkennen wir ein 4-4-2 heute bei Ihnen als Formation. Ganz genau, zwei Viererketten und vorne drin zwei Stürmer, einer davon allerdings als hängende Spitze. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Heute trifft er auf seinen Ex-Club. Sicher ein ganz besonderes Spiel für ihn. Da kannst du mal von ausgehen. Der wird richtig motiviert sein. Wie beurteilst du eigentlich die Entwicklung hier in Hoffenheim? Also nach dem Aufstieg in die Bundesliga ging es ja gleich ganz steil nach oben. Davon war, sind wir mal ehrlich, zuletzt nicht allzu viel zu spüren. Aber jetzt müssen wir mal abwarten. Der Weg, den die Kraichgauer jetzt mit jungen Spielern wieder einschlagen, der braucht Zeit, ist aber ganz sicher für den Club der richtige. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. So, und damit geht's jetzt los. Seh mir bei. Eben Kramaric. Ehemaliger Hamburger Jung auf Seiten der Hoffenheimer mit dem hierbei. Und da ist die erste Parade für der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. René Adler. Sie müssen jetzt konzentriert. Und da war eben Ballverlust. Und damit die weitere, damit die nächste Chance, besser gesagt, für Hoffenheim. Jupp, sie kommt. Da kann er klären, gut aufgepasst. Und jetzt Marc Stendera. Stendera wieder. Ah, schade, da sind die Hoffenheimer schneller. Vor allem Niklas Süle holt sich den Ball, passt zu Jonathan Schmid. Sauber, ah, schade. Getrennt hier. Konnte er den Ball nicht lange behaupten. Jetzt mal. Abgepfiffen, das war abseits. Abseits.
Das war einfach. Und er hat den Ball. Oh, und das war vor allem nicht gut. Schmied. Ah, Bartler ist da. Vom Torhüter. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. Ah, nicht gut. Ball geht zum Gegner. Hübner. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ah, nicht gut. Fehlpass. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Aaron Hunt. Hand. Sakai. Jawohl. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Was jetzt? Das könnte eine Gelegenheit werden. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Ah. Was war das denn? Da habe ich mich wieder verdrückt. Da entscheidet er auf Handspiel und das könnte jetzt gefährlich werden. Oh ja, gute Freistoßgelegenheit, die hätte man unbedingt verhindern sollen. Okay. Da habe ich ihn doch gut abgeschossen, kam nicht mit der Hand dran. Wir versuchen jetzt am besten nach innen zu legen, weil wir müssen warten, der pinselt hier erstmal die Linie hin. So. Kommt jetzt endlich das erste Tor nach 3 Spielen. Versuch's mit dem Kopf. Die Chance war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und sehr, sehr gut. Aber leider ist Baumann da. Den Ball holt er sich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Halilovic. Sehr guter Pass. Sauber vorbeigeschossen. Da kommt der Ball nicht an. Beziehungsweise der Ball wird gestört. Er spielt den Steilpass. Und jetzt die Chance für Rupp. Jetzt die Möglichkeit. Kramaric. Und da fällt das 1:0. Sind sie in Führung. Da fällt das 1:0 für Hoffenheim. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Und jetzt müssen wir drücken. Also in den Auswärtsspielen läuft es einigermaßen. Das erste Tor in einem Spiel, dem so ein wenig die spielerische Qualität abgeht, Buschi. Ja, nett ausgedrückt, Wolf. Bisher war das einfach viel zu wenig von beiden Teams. Umso überraschender jetzt dieser Treffer. Hallo, dürfte ich dann auch mal? Das könnte die Chance werden. So, ja, auf jeden Fall. In den Heimspielen stehen wir nicht so gut da. Jetzt die Flanke. Was sagst du noch? Da fällst du raus gleich. Durch den Schalke. Adrian macht hier das 1:1. Die Flanke war so lang, muss das sein. Auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da haben sie ihre Offensivaktion gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke gehen. Dann ist Adrian von Schalke geholt. Hatte keine gute Phase. Im letzten Spiel hat er nichts gerissen, aber dann ist er jetzt da und macht das 1:1. Der Spielverlauf ist völlig offen. Süle. Sehr schön. Jawohl. Halilovic. Halilovic. Möglichkeit ist da. Das
noch gefährlich. Oh, der Schiri will auch mitspielen. Fairer Einsatz hier. Auf meinem Sitz. Reguläre Spielzeit ist vorbei. Drei Minuten durch. Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. 3 Minuten, so viel. Giroud. Oh, Chance für Kostic. Jetzt müssen Sie aufpassen. Philippe Kostic. Die Chance. Klasse aufgepasst vom Tor. Baumann ist da. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Und jetzt ist Hamburg da. Jetzt sind die Hamburger da. Holpi! Da passt er auf und kann klären. Und dann ist die Halbzeit da. In die Pause. Alles total offen hier. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Es bleibt spannend. Und in den letzten Minuten der ersten Halbzeit haben wir das Ruder rumgerissen mit dem Ausgleich durch Adonis, oder Donis Avellan, der hier mit seinem Kopfballtor den Ausgleich rausholt. So sieht's nach Zahlen aus. Und ich würde sagen, wir lassen den mal drin. Sonst haben wir jetzt immer den Emre Mor reingeholt. Aber wir bleiben so, wie es ist. Und Nicolas Süle verlässt den Platz. Oder Niklas Süle. Den anderen Namen, der reingekommen ist, kann ich nicht aussprechen. Wir haben jetzt Anstoß. Mal gucken, was wir daraus machen. Pause. Vielleicht ist ja noch die Führung. Weil wir brauchen die 3 Punkte sehr, sehr dringend. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Sehr schön. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Holpi! Da ist direkt die erste Chance. Aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Hamburg ist wieder da. Kostic. Sehr gut aufgepasst. Jetzt die Hoffenheimer. Kostic. Souverän. Ball kommt nicht an. Das könnte gefährlich werden. Den spielt er steil. Problemlos hat er. Jawohl, Adler macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den HSV. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Da sollten Sie dabei sein. Das wird nicht gefährlich. Das Nordderby rückt an. Nicht gut genug. Luis Holtby. Halilovic. Aaron Hunt. Hunt. Mit Ihrer Passsicherheit kontrollieren Sie die Partie gerade. Ah, nicht gut. Der Angriff könnte was werden. Der ist durch, der ist durch. Renn. Dem hierbei. Ah, so Adler ist da. Den sehr schön. Der Torwart natürlich. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Und direkt zurückgespielt. Fairer Einsatz. Schade. Hoffenheim wieder im Ball. Wird wieder gefährlich. Super Flanke. Stark gemacht. Adler geht da hinten. Aber die Situation noch nicht bereinigt. Jetzt schießt er. Ganz aber richtig. Adler ist da, sehr schön. Und er gewinnt den Zweikampf. Ah, schade. Und bleib jetzt dran, sind Junge. Hier noch 20 Minuten zu spielen. Wird das eine Torchance? Die Chance zur Führung. Und da nichts gibt's. Jetzt sind die Hoffenheimer wieder am Drücker. Knapp war's am Ende.
Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen. Sebastian Rudi betritt den Platz bei Hoffenheim. Wir haben bisher noch nicht gewechselt. Ich denke nicht, dass wir das brauchen. 8:3 Parade. Aber Adler macht einen richtig wir guten sehen Job. Hier die Ballbesitzstatistik. Und alles ausgeglichen. Den Eindruck hatte jawohl, man. Jawohl. Philippe Kostic. Jetzt gefährlich. Halilovic. Da ist der Torwart da. Gut. Jetzt kommt hier der Wechsel. Steven Zube betritt den Platz und Jordan Smith. Wahrscheinlich gekommen von Freiburg, könnte ich mir vorstellen. Verlässt den Platz. Gibt es jetzt Ecke oder gibt es Abstoß? Das würde mich mal interessieren. Gibt Abstoß. Und da hören wir die Sprechchöre der Fans unseres HSV. Halilovic. Ah! Gute Aktion. Fuchs steht im Weg. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Kurz auf vor der Wende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Kramaric. Oh! Jetzt haben sie es. 2:1 für Hoffenheim. Das Kurzverschluss, ganz wichtig. Der Mann, der das 1:0 gemacht hat für Hoffenheim, macht auch hier das 2:1. Keine Chance. Die Flanke war lang für Adler, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Und jetzt wird's richtig eng. War das die Entscheidung? Aber die Hoffenheimer machen halt das Spiel gegen Ende der zweiten Halbzeit und dann ist das Tor verdient. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das 2:2 hinkriegen. Eine enge Kiste. Sauber vom Ball getrennt hier. Aber wir kommen auch nicht an den Ball. So, jetzt vielleicht mal. Wir haben jetzt noch regulär 5 Minuten vor uns und die beiden trennt ja nur ein Tor. Geht da noch was? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Was war da fair? Ich gebe dir gleich fair. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Kostic. Aaron Hunt. Hunt. Geht jetzt vielleicht nochmal was? Das macht er klasse. Die Flanke gut abgefangen. Macht er ihn. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Das war's. 3 Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Super. Der neue Mann bei Hoffenheim. Und dann ist es vorbei. Der Schiedsrichter pfeift ab. Es bleibt beim denkbar knappen 2:1. Das war's. Niederlage. Ich weiß nicht, ob heute mehr drin war. Es hat eben am Ende nicht gereicht. Ist das ein Abwärtstrend für den HSV? Das absolut ist das nächste Heimspiel. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, darf ich jetzt mal bitte? Danke, liebe Kommentatoren. Ja, kurz vor Schluss macht Kramaric das 2:1 und damit ist es die nächste Heimniederlage für den HSV. Wir sind zwar momentan noch in der mittleren Hälfte der Liga, aber es wird enger um enger. Wir haben jetzt aus 4 Spielen 1 Punkt mitgenommen. Da muss was passieren. Und jetzt geht's ins Nordderby dann. Monatliches Scouting-Update. Vertrag akzeptiert.
monatliche Scouting-Update. Komm, wir machen mal noch eine Aussage. So, und dann ist ein weiterer Part zu Ende und es sieht nicht gut aus. Hier haben wir die Tabelle mittlerweile sogar nur noch 12. Und das nach 28 gespielten Spielen. Es wird immer enger für den Hamburger SV. Und ich verabschiede mich von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mädel.